Falls ihr auf der Suche nach einer neuen SSD seid, dann steht ihr vor der gleichen Frage wie ich auch. Welche ist die richtige SSD? Und hier habe ich mir drei Testobjekte bestellt. Zu einem die Samsung 860 Evo, die Crucial MX 500 und zu guter Letzt noch eine recht unbekannte SSD, die aber laut ihren technischen Daten die anderen beiden vom Thron stoßen sollte. Eine VipaTech SSD aus der Gaming Series. Laut den Angaben soll sie mit 560 MB pro Sekunde lesen und mit 540 MB pro Sekunde schreiben können. Aber warum überhaupt eine SSD? Eine SSD ist im Vergleich zu einer handelsüblichen Festplatte um einiges schneller. Eine SSD hat im Vergleich zu einer normalen HDD keine bewegliche Mechanik und arbeitet somit auch noch geräuschlos. Der Vorteil einer HDD ist dafür aber der geringe Preis. Schauen wir uns aber jetzt einmal die SSDs etwas genauer an. Die Samsung 860 Evo und die Crucial MX 500 besitzen in meinem Fall einen Speicher von 250 GB. Die VipaTech SSD hat 10 GB weniger, also 240 GB. Getestet habe ich alle SSDs mit dem Tool Crystal Diskmark. Zum Vergleich, meine 2 TB große HDD von Seagate hat eine sequentielle Lesegeschwindigkeit von 114,1 MB pro Sekunde und 96,40 MB pro Sekunde schreiben. Die Samsung 860 Evo hat 562,3 MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit und 532,1 MB pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit. Die Crucial MX 500 hat 561,7 MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit und 519,5 MB pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit. Jetzt schauen wir mal, wie sich die VipaTech so schlägt. Die VipaTech aus der Gaming Series hat 558 MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit und nur 502,1 MB pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit. Wenn wir jetzt alle sequentiellen Werte vergleichen, im Lesen sowie im Schreiben hat die Samsung 860 Evo die Nase vorn. Im Bereich 4K Q32 liegt die VipaTech aus der Gaming Series vor der Evo 860 und der MX 500, aber der Q32 Wert ist eher was für den Serverbereich und bringt uns unter Windows bzw. bei dem Bootvorgang nichts. Wie wir sehen können, ist eine SSD natürlich deutlich schneller als eine normale Festplatte und das Starten unter Windows ist deutlich schneller als mit der normalen HDD. Grundsätzlich sind alle Werte der SSDs recht gleich, doch gibt es da natürlich auch preisliche Unterschiede. Links zu allen Festplatten bzw. SSDs packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Für mich steht die Samsung 860 Evo und die Crucial MX 500 an erster Stelle, denn die VipaTech SSD konnte mich nicht überzeugen, da sie die angegebenen Werte nicht einhalten konnte. Das war's auch schon mit diesem recht kurzen Video, in dem ich euch die Werte der drei SSDs vorgestellt habe. Mich persönlich würde es noch interessieren, nutzt ihr auch eine SSD oder eine normale HDD? Schreibt's einfach mal unten in die Kommentare. Bis demnächst, ciao!